Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal den 50 Facts About Me. Damit ihr mich ein bisschen mehr kennenlernt und wisst, wer ich eigentlich bin, dann fangen wir mal an. Bleibt dran. Erster Fakt. Mein richtiger Name ist Enya. Ja, ich heiße wirklich Enya. Viele fragen immer, was ist eigentlich dein richtiger Name? Aber nein, ich heiße wirklich ganz normal Enya. Also Enya Dress ist ja Enya, mein Name, und Dress sind die drei letzten Buchstaben meines Nachnamens. Zweiter Fact. Ich bin 17 Jahre alt und wurde am 10.07.1999 geboren. Fakt Nummer 3. Ich habe eine französische Bulldogge und er heißt Spike und er ist 9 Jahre alt. Aber ich nenne ihn immer Bibi. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, fragt mich nicht. Ist irgendwie so. Fakt 4. Ich habe einen Bruder namens Pierre und er ist 26 Jahre alt. Fakt Nummer 5. Ich hatte früher einen Hase, der hieß Lucky, aber ich musste den leider abgeben, weil ich mich nie drum gekümmert habe. Fakt Nummer 6. Ich bin Tante. Fakt Nummer 7. Ich war früher ein sehr freches Kind. Ja, aber ich bin lieb. Fakt Nummer 8. Ich habe eine Phobie gegen Spinnen. Fakt Nummer 9. Mein Lieblingsessen ist Crepe mit Nutella. Ich liebe es. Fakt Nummer 10. Ich liebe Schokolade über alles. Fakt Nummer 11. Meinen ersten richtigen Freund hatte ich mit 15. Fakt Nummer 12. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Fakt Nummer 13. Ich hatte eine sehr schreckliche Schulzeit, also auf der Hauptschule. Fakt 14. Ich rauche nicht. Fakt Nummer 15. Ich liebe Tanzen und mein Leben gerne. Ich tanze sowas von gerne. Ich liebe einfach tanzen. Fakt Nummer 16. Ich liebe es, auf einem Brot oder auf einem Brötchen ganz viel Butter zu schmieren und dann so eine Scheibe Wurst mit drauf zu legen oder ganz wenig Nutella drauf zu tun, so, damit man die Butter so schmeckt. Ja, ich weiß, das ist nicht normal, aber keine Ahnung, ich liebe Butter. Das schmeckt irgendwie. Ich könnte das so essen. Fakt Nummer 17. Ich gehe nach den Sommerferien auf eine Berufsschule. Fakt Nummer 18. Mein Traumberuf ist es, Polizistin zu werden, aber ja, wird wohl nichts. Fakt Nummer 19. Ich gucke nie Fernsehen, außer wenn Morddokus oder Knastdokus kommen. Ja. Fakt Nummer 20. Ich gucke mein Leben gerne Horrorfilme. Ich gucke nichts anderes außer Horrorfilme. Also der Rest ist mir zu langweilig. So Comedy. Ist mir einfach zu langweilig. Fakt Nummer 21. Ich war früher im Taekwondo. Das sieht man mir ja auch an, oder? Also, hä? Fakt Nummer 22. Ich war früher im Theater und habe da ein bisschen geschauspielert, was ich ja recht gut kann. Nein, aber das hat mir immer sehr Spaß gemacht und ist eine ganz lustige Erfahrung gewesen, da man in so verschiedene Rollen reinschlüpfen konnte und sowas kann ich ja recht gut. Fakt Nummer 23. Ich war früher sehr lange im Chor und hatte dort auch Auftritte. Fakt Nummer 24. Wenn ich alleine zu Hause bin, singe ich immer. Immer, wirklich immer. Ich singe schon seitdem ich klein bin, aber immer heimlich. Fakt Nummer 25. Ich bin ein fauler Mensch. Fakt Nummer 26. Ich kann nie viel essen. Das ist so schlimm, wenn ich mir mal was bestelle oder so, wenn man irgendwie Pizza essen geht oder Döner. Ich esse das wirklich nie auf. Ich muss immer fast den ganzen Teller liegen. Ich beiß nur zweimal rein oder so und dann bin ich satt. Fakt Nummer 27. Ich habe ein Bauchnabelpiercing und Ohrringe. Fakt Nummer 28. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Fakt Nummer 29. Ich mache mich sehr gerne schick. Fakt Nummer 30. Ich bin sehr selbstbewusst geworden. Fakt Nummer 31. Ich bin dabei, meinen Führerschein zu machen. Fakt Nummer 32. Ich wiege zwischen 43 und 45 Kilo bei einer Größe von 1,63 oder 1,65, bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe mich schon lange nicht mehr gemessen. Fakt Nummer 33. Ich lasse mir regelmäßig meine Nägel machen. Voll on fleek, ne? Fakt Nummer 34. Ich schaue sehr gerne Let's Plays.
Fakt Nummer 35. Ich habe wirklich ständig Albträume. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Vielleicht gucke ich viel zu oft Horrorfilme oder zu viel Morddokus und Knastdokus. Kann sein, dass es daran liegt. Keine Ahnung. Fakt Nummer 36. Ich hasse Deutschrap. Sorry, nix gegen euch, an die jetzt Deutschrap hören, aber ich hasse es einfach. Ich mag es einfach nicht, tut mir leid. Fakt Nummer 37. Ich liebe GTA, aber ich finde Zocken generell voll geil. Fakt Nummer 28. Ich stand sehr oft auf der Bühne, vor allen Dingen in meiner Kindheit. Also ich bin sozusagen irgendwie damit aufgewachsen. Und stand auch früher mit Olaf Henning auf einer Bühne. Also wer ihn nicht kennt, der singt dieses Komm hol das Lasso raus oder so. Fakt Nummer 39. Meine Lieblingskindersendungen sind SpongeBob, Los geh du, Riesenärger mit Ralf und vieles mehr. Aber gibt es ja leider nicht mehr. Ich glaube, ich würde es immer noch gucken. Ja. Fakt Nummer 40. Ich musste mal vor 300 Menschen singen. Fakt Nummer 41. Ich trage eigentlich eine Brille, aber ich setze sie mir auf, da ich immer denke, dass sie mir gar nicht steht. Fakt Nummer 42. Ich hatte mal eine Zahnspange für 2 Jahre. Fakt Nummer 43. Ich bin komplett gegen Drogen. Ich hasse Drogen. Ich will nichts damit zu tun haben. Fakt 44. Ich hasse Mädchen, die sich prügeln. Fakt Nummer 45. Ich hasse Streit. Fakt Nummer 46. Ich bin ein sehr verrückter Mensch. Fakt 47. Ich liebe Gewitter und Regen. Finde ich voll geil. Vor allem, wenn man dann so schön gemütlich zu Hause ist. Und dann ist man so im kuscheligen Bett. Und dann ist das so am Regnen. Und bei mir hört man das, weil ich so schräge Fenster habe. Und dann, oh, ich liebe es einfach. Fakt Nummer 48. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin, glaube ich, so ungeduldig, das hält keiner aus. Und am Ende sagen sie es mir dann trotzdem, dass ich so ungeduldig war. Ja. Fakt Nummer 49. Ich will unbedingt mal nach Amerika. Egal, auch wenn es nur für einen Tag ist. Hauptsache, ich war einmal da. So, und das ist der letzte Fakt. Fakt Nummer 50. Ich bin sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Und ich habe es vor allem alleine geschafft. Und ja, das macht mich halt einfach nur mega glücklich und stolz. So, Leute, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet mich näher kennenlernen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da und abonnieren nicht vergessen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!